Herzlich willkommen in der Landesmusikschule Neuhofen an der Krems. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wenn Sie drohen, im Corona-Frust zu versinken, dann haben wir heute ein ganz einfaches Rezept dagegen für Sie. Musik ist ein Wundermittel gegen jegliche Art von Langeweile, Frust und Hoffnungslosigkeit. Und besonders gut wirkt sie, wenn man selbst musiziert. Ja, wenn Sie vielleicht noch nicht Schlagzeug oder auch kein anderes Instrument spielen können, es wäre jetzt vielleicht an der Zeit, eines zu lernen. Und ich begrüße heute bei mir in der Landesmusikschule die Direktorin Doris Palmer und sie wird uns erzählen, wie es funktioniert, wenn man gerne ein Instrument lernen möchte. Wenn man ein Instrument, den Gesang oder Tanz erlernen will, muss man sich einfach bei uns in der Musikschule anmelden. Dafür gibt es ein Anmeldeformular, das findet man online auf unserer Homepage. Dieses einfach ausgefüllt an uns senden. Was kann man bei uns lernen? Die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Wir bieten verschiedene Instrumente an, Blasinstrumente, Streichinstrumente, aber auch Zupfinstrumente und Tasteninstrumente, aber auch Gesang und Tanz. Ein neues Schulsemester ist angebrochen. Wie sieht jetzt im Moment der Unterricht aus? Was darf man tun? Wir sind froh, dass wir wieder in der Musikschule in Präsenzform unterrichten dürfen. Wir haben aber einige Sicherheitsvorkehrungen, die müssen wir einhalten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen Masken tragen, entweder einen Nasen-Mundschutz oder eine FFP2-Maske. Bläserinnen und Bläser sowie Tänzerinnen und Tänzer und auch die Sängerinnen und Sänger müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Lukas, wie lange spielst du schon Kontrabass? Ich spiele jetzt schon seit 5 Jahren Kontrabass. Du warst jetzt im Distance Learning mit deinem Kontrabass. Wie war das für dich? Das Distance Learning war sehr mühsam, weil es Internetprobleme gab. Zum Beispiel der Ton war abgehackt und ich verstand meine Lehrerin nicht so gut. Macht dir das Musizieren mehr Spaß alleine mit deiner Lehrerin oder spielst du lieber mit anderen zusammen? Eigentlich macht es gleich viel Spaß, egal ob alleine oder in einem Ensemble. Haben sich der lange Lockdown und das Distance Learning auf den Unterricht und auf die Landesmusikschule in Neuhofen ausgewirkt? Der Lockdown war für alle Schülerinnen und Schüler sowie für uns Lehrkräfte keine einfache Zeit. Wir freuen uns alle, dass wir jetzt wieder in der Musikschule sein dürfen. Aber wir haben auch sehr viel dazugelernt, wie man musizieren kann über neue Medien und wie man die neuen Medien verwenden kann. Unsere Lehrkräfte waren da wirklich sehr, sehr kreativ und haben sich bemüht, dass sie alle Schüler gut ins Boot einholen und motivieren und mit ihnen musizieren. Natürlich präferieren wir die Präsenzform und wir haben sie wirklich alle sehr gefreut, dass wir wieder gemeinsam musizieren können. Und das haben wir auch deutlich bei unseren Schülerinnen und Schülern gesehen. War es schwierig, während dem Lockdown die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sie bei Laune zu halten? Ja, das war ganz unterschiedlich. Einige Schülerinnen und Schüler, die waren leicht zu motivieren und denen hat es direkt gefallen, dass man über quasi neue Medien miteinander musizieren. Für andere war das eher schwieriger. Man kann aber auch durchaus positive Aspekte davon mitnehmen, zum Beispiel, dass Aufnahmen verschickt werden. Es gibt jetzt einige Lehrkräfte, die lassen sich vor dem Präsenzunterricht eine Videoaufnahme schicken und besprechen dann im Unterricht hier in der Musikschule dieses Video gemeinsam durch und arbeiten dann die Stellen, die vielleicht nicht so gut gegangen sind, in der Schule gemeinsam heraus. Elias, du spielst Posaune. Warum hast du dir dieses Instrument ausgesucht? Mein Freund spielt auch Posaune und ich wollte auch. Halt.
wird es jetzt im Frühjahr und Anfang Sommer Aktivitäten, Konzerte und andere Projekte in der Landesmusikschule geben? Ja, mit den Aktivitäten ist es sehr, sehr schwierig für uns. Es wäre zum Beispiel die Jazz Night am 2. Juni geplant. Leider wissen wir nicht, ob wir diese durchführen dürfen, wie dann die Corona-Bestimmungen sein werden. Uns würde es auch sehr freuen, wenn wir kleinere Vortragsabende veranstalten dürfen, aber leider ist das jetzt noch nicht möglich. Stichwort Instrumentenkauf. Wenn man ein Instrument lernen möchte, wo kann man Instrumente kaufen, beziehungsweise wenn es sich um eine größere Anschaffung handelt, bekommt man auch Unterstützung dabei? Bezüglich des Instrumentenkaufs ist so viel zu sagen, unsere Lehrkräfte stehen natürlich unterstützend zur Verfügung und sie beraten natürlich dann die Schülerinnen und Schüler. Und hier an der Musikschule gibt es einige Instrumente zum Ausborgen gegen eine kleine Leihgebühr. Daniel, warum hast du dir die Trompete ausgesucht? Das schaut ja gar nicht so einfach aus, dass man da einen Ton rauskriegt. Ja, ich habe mir die Trompeten ausgesucht, weil mein Papa hat das auch einmal gespielt. Er hat es zwar nicht so lange gespielt, aber ich habe mir gedacht, das will ich auch ausprobieren und Ton rauskriegen. Man muss natürlich üben, es dauert ein wenig, aber wenn man es einmal ein wenig kann, dann geht es eh. Ich habe einmal eine Zeit lang einen Zahnspann gehabt, da habe ich dann eigentlich wieder von vorne anfangen müssen, so in der Art. Aber jetzt geht's wieder, jetzt habe ich es wieder rausgekriegt. Jetzt habe ich wieder Zeit in Ruhe. Was waren die größten Herausforderungen beim Distance Learning? Die größten Herausforderungen waren, ich muss kurz ein bisschen auswählen, ich muss echt sagen, ich möchte mich bei allen Schülern nur mal bedanken, dass das so super funktioniert hat, dass jeder so genutzt hat und jeder so Gas gegeben hat und ich weiß, dass das gar nicht so leicht war, dass man sich da immer motiviert. Die größten Herausforderungen waren tatsächlich Internetverbindung, was für ein Programm nehmen wir am besten und die Akustik natürlich manchmal, der Klang, dass der Klang nie so gut ist, wie wenn man gemeinsam in einem Raum spielt. Wie haben Sie die Schülerinnen und Schüler beim Distance Learning motiviert? Ich habe versucht, meine Schüler zu motivieren, indem ich Songs probiert habe, die man vielleicht sonst nicht so gleich spielt, zum Beispiel viel mit Playalongs, mit Backing Tracks, die im Hintergrund rennen. Wir haben viel Filmmusik-Sachen gespielt. Ich habe einer Sachen aufgenommen und einer geschickt, selber Aufnahmen von mir und habe eben versucht, dass sie trotzdem viel Musik hören können und gemeinsame Musik hören können, gemeinsam gespielte Musik hören. Gerade Kinder und Jugendliche lassen sich leicht abschrecken, wenn sie hören klassische Musik. Was lernt man da eigentlich in der Landesmusikschule? Kann man sich Musikstücke selber aussuchen? Kann man auch mit seinem Lieblingsstück kommen? Lernt man coole Sachen? Bei uns an der Musikschule wird nicht nur klassischer Unterricht angeboten. Wir sind eine Beispielschule für den Schwerpunkt Jazz-Pop-Rock. Das heißt, wir haben eigene Lehrkräfte, die wirklich Jazz-Pop-Rock unterrichten, zum Beispiel im Fach Saxophon, E-Bass, E-Gitarre, Klavier und Gesang. Und es freut uns natürlich immer, wenn Schüler mit einem Lieblingsstück kommen. Das ist dann immer ein gestecktes Ziel, das dann erreicht werden soll. Und man merkt dann auch einfach, dass die Schülerinnen und Schüler dann motivierter sind, wenn sie etwas erreichen wollen. Und es ist natürlich auch so, nicht nur die Klassik überwiegt bei uns, auch mit den, unter Anführungszeichen, klassischen Instrumenten kann man Popstücke spielen und coole Stücke spielen. Das wird eigentlich schon von den ersten Lernjahren forciert. Was hat die Tuba, was andere Instrumente nicht haben? Die Tuba hat einfach einen sehr schönen Klang und übertönt andere Instrumente. Und ich bin zu dem Instrument gekommen. Wir waren auf Urlaub in Irland und da waren diese riesigen weißen Tuben und das war eine Gruppe von Tubanuisten oder wie man das nennt. Und die haben einfach gespielt und ich habe das einfach so cool gefunden und deswegen wollte ich dann anfangen damit. Musik
Mein Saxophon ist ein Altsaxophon und mein Lieblingsstück ist der Pink Panther. In der musikalischen Früherziehung geht es sehr lustig und sehr lebendig zu, hat man gesehen. Was lernen die Kinder hier? Ja, das stimmt. In der musikalischen Früherziehung geht es wirklich immer sehr bunt und lustig zu. Und wir lernen alles von Stimmbildung über Rhythmus, über Körperwahrnehmung und Bewegungsspiele. Wir haben wirklich ein ganz buntes Programm. Wir haben auch Instrumentenkunde dabei, sowohl vom ORF-Instrumentarium bis hin zu allen Instrumenten, die bei uns an der Musikschule angeboten werden. Und uns ist es ein ganz großes Anliegen, dass die Kinder im Laufe dieser Jahre wirklich sich einen tollen Rucksack an Können aneignen, der ihnen dann später am Instrument viel bringt und dass sie auch eben für sich entscheiden können, welches Instrument vielleicht später dann auch mal das Richtige für einen selbst ist. Es sind hier ja die Jüngsten der Musikschule. Ab welchem Alter kann man in der musikalischen Früherziehung beginnen? Ja, bei uns in der Schule können die Kinder wirklich schon tatsächlich sehr, sehr klein anfangen, mit 1,5 bis 2 bis 3 Jahren. Das ergibt sich immer nach Anmeldung, aber wirklich schon sehr klein im Musikgarten und können dann wirklich bis zur Musikwerkstatt mit 6, 7 Jahren dann bei uns die Zeit verbringen, bis sie dann sozusagen auf ein Instrument umsteigen. Und die ganz kleinen Gruppen sind dann immer noch im Beisein der Eltern oder einer Begleitperson. Und auch hier verbringen wir wirklich ganz tolle gemeinsame Stunden. Es war jetzt lange durch den Lockdown nicht möglich, in die Musikschule zu kommen. Freut sich ihr jetzt wieder hier sein zu dürfen? Ja! Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen inspirieren, ja, und vielleicht sogar motivieren, ein Instrument zu lernen. Dafür ist es nämlich nie zu spät, denn Musik kennt nicht nur keine Grenzen, sondern schon gar keine Altersgrenzen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen und danke fürs Dabeisein.